Hey, na und willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einem neuen Video. Und zwar mache ich heute den 30-Fragen-Tag, denn der liebe Dr. Scope100 hat mich getaggt und ich werde den jetzt machen. In dem Tag geht es darum, dass ich 30 Fragen habe. Entweder-oder-Fragen sind das und ja, ich werde die jetzt einfach mal versuchen, so gut wie möglich zu beantworten. Und die erste Frage, die ist Laptop oder Computer. Jetzt muss ich sagen, warum ich das besser finde, was ich besser finde und so weiter. Also Laptop oder Computer. Ich finde ein Laptop echt praktisch, da man ihn überall mitnehmen kann, wenn man viel reisen geht und so, ist es wirklich praktisch. Aber ein Computer ist daher besser, da man besser zocken drauf kann. Außer man hat so einen richtigen Alienware-Laptop oder so, aber ist ja egal. Und ich würde einfach mal sagen Computer, weil ich selbst einen habe und ich das einfach besser finde, weil ich sowieso nicht so viel reisen gehe, also von dem her Computer. McDonald's oder Burger King? Ja, da muss ich sagen, ich gehe mehr zu McDonald's, aber Burger King ist eigentlich auch ganz gut. Nicht alle Burger sind gut, aber so ein paar schmecken mir da doch sehr gut. Burger King oder McDonald's? Da würde ich jetzt ganz... Ja, ich sage jetzt einfach mal McDonald's, weil ich da wirklich mehr hingehe. Burger King habe ich nicht wirklich einen in der Nähe. Von dem her McDonald's. Deo-Roller oder Deo-Spray? Ja, das ist ja wohl klar. Deo-Spray, ne? Deo-Roller mag ich nicht so. Das ist so voll komisch, eklig. So ganz komisch, aber Deo-Spray ist voll gut. Äpfel oder Erdbeeren? Da sage ich jetzt Äpfel, da ich Äpfel einfach viel mehr esse als Erdbeeren. Keine Ahnung, warum ich mehr esse, aber ich esse gerne Äpfel lieber als Erdbeeren. So. Katzen oder Hunde? Ja, Hund ist der beste Freund des Mannes oder des Menschen, ne? Katzen sind aber auch ganz geil. Ich sag mal so, wer Action will, besorgt sich einen Hund. Wer chillen will, eine Katze. Ich bin zwar mehr der Chiller, also mehr Katzen, aber ich nehme trotzdem einen Hund, weil ich einen Hund irgendwie ein bisschen cooler finde, wenn ich ehrlich bin, ne? Blond oder braun? Wenn man die Haarfarbe meint, dann bei Jungs auf jeden Fall braun. Blonde Jungs, ja, ich hätte nicht gern blonde Haare, wenn man es so meint. Aber bei Frauen, doch, braun auch. Braun, blond, da ist eigentlich egal. Ich sage jetzt einfach mal braun, weil bei Jungs finde ich braun besser. Also jetzt no homo. No homo für die Leute, die es jetzt falsch verstehen. Ja. Und die nächste Frage. Süßes Essen oder herzhaftes Essen? Tja, ich bin Deutscher, herzhaftes Essen. Ganz klar, herzhaftes Essen. Nein, aber herzhaftes Essen ist wirklich besser, finde ich. Leckerer, schmeckt mir besser. Süßes Essen, ich kann nicht viel Süßes essen. Wird mit der Zeit auch eklig, wenn man dauerhaft Süßes isst. Von dem her, herzhaftes Essen. Nächste Frage, Lego oder Playmobil? Ja, gut. Ich habe früher sehr, sehr viel Lego gespielt. Ich habe sogar immer noch Lego. Ich spiele aber nicht mehr wirklich damit. Playmobil habe ich fast nie gespielt, obwohl ich ein, zwei Sachen von Playmobil hatte. Aber ich nehme jetzt Lego, weil Lego ist einfach Kindheit, Alter. Lego ist einfach Traum, Alter. Nee, Lego ist einfach geil, da kannst du alles aufbauen, was du willst. Und ja, nächste Frage, Nike oder Adidas? Da nehme ich ganz klar Nike. Adidas Produkte habe, oder Produkte, Kleidung oder was auch immer, habe ich nicht so viel. Nike habe ich da schon mehr, Schuhe, Hosen, alles dies, das. Also Nike. iPhone oder Samsung Galaxy? iPhone. Weil ich habe ein iPhone. Ja, ich habe ein iPhone 5S und damit komme ich super klar. Hatte auch schon iPhone 4 davor. Auch super in Ordnung gewesen. Und ja, ich brauche sowieso nicht zum Spielen. Ich brauche mehr so für Anrufe, Schreiben und Musik hören. Ja, also iPhone. Party oder chillen? Ja, für Party bin ich natürlich immer bereit. Hammergeil. Hauspartys, große Partys, Festival, alles dies, das, Ananas. Chillen ist natürlich auch Hammer. Also wenn man einen anstrengenden Tag hat und einfach nur gechillt ins Bett liegt oder sich einen Film reinschiebt. Schieben.
dann ist es ja auch ganz toll. Aber ich sag jetzt einfach mal chillen, weil ich nicht so viel Zeit für Party habe. Training, Schule, alles dies, das. Chillen. Subway oder KFC? Das ist, glaube ich, klar. Subway. Warum? KFC ist einfach... schmeckt nicht immer. Da braucht man schon einen recht guten KFC, dass da auch wirklich was dabei rauskommt. Ja, klar, bei Subway ist auch toll, wenn man da einen hässlichen, verrotteten alten Subway-Laden findet, dann schmeckt es da wahrscheinlich auch nicht besser. Aber ich finde Subway definitiv besser, weil KFC haben wir hier, glaube ich, gar nicht in der Schweiz. Aber ich gehe ja manchmal nach Deutschland und da habe ich auch schon mal einen KFC gegessen. Aber Subway schmeckt mir wirklich besser. Meine Meinung. Gut. Links- oder Rechtshänder? Ich bin Rechtshänder. Also finde ich Rechtshänder. Ich finde rechtshändig schreiben auch viel praktischer, weil ich habe jemanden in der Klasse, der ist Linkshänder. Und wenn er da was an die Tafel schreibt, verschmiert das dann immer. Außer er passt auf. Cola oder Fanta? Mexomix. Nein, ich trinke lieber Fanta, weil es ist einfach erfrischender. Cola ist, ja, trinke ich zwar auch, ist auch gut, lecker, alles dies, das, aber Fanta ist wirklich erfrischender, gibt dir so einen frischen, kalten Schub, sozusagen. Also Fanta. Horror- oder Liebesfilme? Ja, das ist natürlich, ich tendiere lieber zu Horrorfilmen, da ich mehr Action mag oder halt... Ja, wenn es in einem Liebesfilm viel Action, viel Komödien-Sachen drin hat, dann gucke ich auch einen Liebesfilm. Keine Ahnung. Also ich finde Liebesfilme an sich ein bisschen langweilig, weil es immer dasselbe ist. Ja, von dem her. Ja, ne? So, ich weiß jetzt nicht, ob man es gehört hat oder so oder mitbekommen hat. Meine Aufnahme ist gerade abgebrochen. Ich mache jetzt einfach hier weiter. Und wir waren bei der Frage Horror- oder Liebesfilme. Da habe ich Horrorfilme gesagt. Und jetzt geht's zur nächsten Frage. Nintendo oder PlayStation? Früher habe ich hier richtig viel Nintendo gezockt. Ich hatte auch eine Wii und ein Nintendo DS. Nintendo DS spiele ich manchmal immer noch Pokémon, weil ich Pokémon einfach geil finde. Außer die Karten, die sind scheiße, check ich nicht. Aber sonst, PlayStation spiele ich auch richtig oft nicht, aber ab und zu spiele ich auch PlayStation 2, PlayStation 3, 4 habe ich nicht, 1 habe ich in Deutschland oder so. Und ja, ich würde jetzt einfach mal zu PlayStation tendieren, da ich das mehr spiele als Nintendo. Nächste Frage, Canon oder Nikon? Ich habe hier eine Nikon, weiß ich nicht wie viel, liegen. Aber Canon, da finde ich ein bisschen, naja, wobei besser. Man kann ja jetzt 1000 Vergleiche machen, aber ich finde Canon daher besser, dass da ich nur gute Canon kenne. Nikon kenne ich mich nicht so aus, Canon ein bisschen, also Canon. Kino oder DVDs? Ja, jetzt sagen wahrscheinlich die meisten... Kino, bessere Atmosphäre, dies, das, Ananas. Ja, ist auch ein bisschen so. Aber bei einer DVD kannst du ja sozusagen auch ein Heimkino basteln. Aber das zählt dann, glaube ich, wieder zu Kino. Aber stell dir vor, du hast ein richtig geiles Sofa, einen relativ großen Fernseher, hast geile Subwoofer-Boxen mit richtig viel Wumms, packst den geilen 3D-Film rein oder was auch immer, 2D reicht ja auch. Dein Lieblingsfilm, sagen wir mal, und dann richtig bequem liegst du da mit irgendwie Kumpels oder so, ihr macht euch einen geilen Abend. Also da kannst du wirklich auch einen Film gucken, das ist geil. Aber im Kino ist es natürlich auch sehr, sehr geil, weil da hast du so eine riesen fette Leinwand mit richtig geilen Lautsprechern und da macht es auch richtig viel Spaß, wenn der richtige Film läuft. Also würde ich sagen Kino, weil am Abend gehe ich lieber ins Kino als... zu Hause zu sitzen, ja. Weihnachten oder Geburtstag? Geburtstag ist ganz geil und mein Geburtstag ist auch nicht weit entfernt von Weihnachten, also von dem her. Aber Weihnachten finde ich besser, weil man da mit der Familie dann schön sitzt und irgendwas Geiles frisst. ja, Weihnachten. Zocken oder Skaten? Ganz klar, Skaten. Zocken ist zwar auch hammerfett, muss ich ehrlich sagen.
Aber Skaten, ich habe früher geskatet ganz oft und Skaten finde ich einfach besser, da bist du in einer frischen Luft. Im Sommer macht es vor allem richtig viel Spaß, wenn du mit deinen Kumpels dann neue Tricks lernst und so. Und bei Zocken, ja, sitzt halt vorm PC und zockst dein Spiel da zu Ende. Also Skaten. Nacht oder Tag? Gute Frage. In der Nacht kannst du schon Party machen, da kannst du auch um die Häuser ziehen mit deinen Kumpels oder so. Am Tag gehst du entweder arbeiten oder du hast einen freien Tag. Und was machst du da? Europapark kannst du gehen, da kannst du nach draußen gehen, dann kannst du irgendwas machen. Nacht ist auch wieder so, ich klarträume, also wenn ich das will. Luzides Träumen könnt ihr mal googeln, da kann man seinen Traum kontrollieren, sag ich mal. Das ist auch ganz geil. Aber ich sag jetzt mal Tag, weil man da halt mehr erlebt. In der Nacht penne ich ja meistens, also von dem her Tag. Beziehung oder Single? Single-Dasein ist natürlich sehr, sehr geil. Da kannst du jeder Bitch ficken, Alter. Oh. Nein, Spaß. Single ist natürlich manchmal auch gut. Dann hast du deine Ruhe, kannst relaxen, brauchst keine Angst zu haben, wenn du mit anderen Mädchen oder halt Jungs, die jetzt hier weibliche Zuschauer sind, brauchst du keine Sorgen machen, dass irgendwer eifersüchtig ist oder so. Aber eine Beziehung ist natürlich auch sehr geil. Weil da hast du immer jemanden zu reden, da hast du jemanden, den du vertraust und alles und dies, das, Ananas. Ja, Beziehung oder Single? Ich sag jetzt einfach mal Beziehung. Ja. Disney oder Looney Tunes? Looney Tunes, für alle, die dies nicht kennen, ist mit Bugs Bunny und den ganzen Spartanern. Disney ist mit Mickey Mouse, Donald Duck, blablabla. Das kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Und ja, ich sag auch Disney, weil ich das mehr geguckt habe als Looney Tunes. Aber Looney Tunes ist auf jeden Fall auch sehr, sehr geil. Apple oder Microsoft? Und jetzt für alle die, ich darf nicht, und ich wiederhole, ich darf nicht sagen, dass Apple scheiße ist, weil ich habe unten, also ich habe eine Wohnung mit zwei Stockwerken sozusagen, mit zwei Ebenen, Etagen, links. Unten habe ich ein Mac zu stehen für so Arbeitskram und ich habe ein Apple iPhone. Also darf ich nicht sagen, dass Apple scheiße ist, ja? Microsoft, ich sag trotzdem Microsoft, weil ich ein Gamer-PC vom, also ja, Microsoft halt habe. Und ja, Microsoft ganz klar eigentlich. Baden oder duschen? Duschen. Ja, ich mag da nicht lange irgendwie im Wasser rumplanschen. Wie die kleinen Kinder. Duschen, finde ich besser. Ich bin Batman. Oder Spider-Man. Also Batman oder Spider-Man? Spider-Man. Ich finde Batman, der hat nichts wirklich, was mir gefällt, außer sein Auto. Spider-Man sage ich, weil da kannst du so richtig geil mit deinen Spinnenweben durch die Häuser entlang gleiten wie Tarzan, sag ich mal. Und der hat Spider-Man. Dunkin' Donuts oder Starbucks? Ja, Starbucks würde ich jetzt einfach sagen, da ich da relativ mehr bin als Dunkin' Donuts. Dunkin' Donuts ist aber auch nicht schlecht, wenn man mal da so einen Donut frisst. Wenn man den richtigen Donut hat, ja. Wenn du da den falschen Donut erwischst, dann ist der richtig eklig, sage ich dir. Aber ist ja woanders auch nicht anders. Starbucks ist aber auch teuer. Ja. Ja. Starbucks, sag ich jetzt mal. Gestylte Haare oder Mütze? Ich sag jetzt einfach mal gestylte Haare, da ich nicht so viel Mützen trage. Ich habe zwar hier ein paar Snapbacks und so, alles dies, das. Aber ich habe lieber gestylte Haare anstatt eine Mütze. Manga oder Comics? Mangas. Ich lese Naruto oder beziehungsweise bin schon fertig damit schon lange. Und ja, Naruto hat mich halt die ganze Kindheit so ein bisschen begleitet. Manga und Anime und Comics habe ich nie wirklich richtig viel gelesen. Ein paar natürlich schon, aber nicht so viel wie Mangas. Ja. YouTube oder Fernsehen? Und jetzt die meisten. YouTube, kannst du alles sehen, kannst du alles machen. Ja, ist richtig. Aber Fernsehen, meine lieben Freunde, ist auch nicht schlecht. Beispiel Kino oder DVDs. Mit dem am Abend gechillt und alles. Kannst du auch Fernsehen gucken, wenn da ein Film läuft oder so. Ist ja auch geil.
YouTube ist allerdings, kannst du überall mitnehmen. Am Handy kannst du es dann überall gucken, dies, das. Aber ich sag jetzt, ja, das ist wirklich ein bisschen schwierig. YouTube oder Fernsehen? Das ist jetzt wirklich ein bisschen eine schwierige Frage, sag ich jetzt mal. Weil, ja, auf YouTube kannst du alles gucken, jeden Scheiß. Fernsehen kannst du nicht jeden Scheiß gucken. Aber vieles. Ja, ich sag jetzt einfach mal YouTube. Ich sag YouTube, weil man da wirklich jeden Scheiß einfach eingeben kann und da kommt da auch irgendeine Scheiße. Ja. Gut. Das soll es auch schon gewesen sein mit dem 30-Fragen-Tag. Danke nochmal an Dr. Scope 100, dass du mich getaggt hast. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Und ja, wen tagge ich denn? Ich tagge euch alle, die YouTube-Videos machen. Ihr könnt den Tag von mir aus machen und dann neue Leute taggen. Und ich tagge Julienko. Ja. Und das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao.